So, wir kommen jetzt zu einem Preis im Preis. Wir machen das ganz kompakt. Es gibt im Rahmen des Grimme Online Award wird zum mittlerweile neunten Mal der ClickSafe-Preis verliehen. Das ist ein Preis für Sicherheit im Internet. Der geht an Menschen und an Initiativen, die sich in Projekten engagieren, die sich eben genau für dieses Thema einsetzen. Dieses Jahr, jedes Jahr gibt es ein Motto, dieses Jahr ist das Motto Souveränität und Selbstbestimmtheit im Netz. Und unter diesem Motto geht es um die Förderung der frühzeitigen Sensibilisierung für Umgang miteinander und für Inhalte, die man so im Internet jeden Tag vor sich oder mit sich trägt. Dieses Jahr gibt es eine Neuerung im Rahmen dieses Preises. Erstmals sind auch Angebote zugelassen, die beispielsweise Spielfilme, Online-Magazine, aber auch Magazinbeiträge, Spots, Fotostrecken. Man hat das Spektrum aufgemacht. Souveränität und Selbstbestimmtheit, das ist nie verkehrt. Im Netz sowieso nicht. Dafür können sich nicht genug Menschen gerade machen. Und eine von Ihnen ist heute Abend hier und verleiht diesen Preis. Ein ganz herzliches Willkommen für Pina Atalay. Hallo. Gib dir mal das Mikro. Jetzt sitzen wir hier an der Quelle, ne? Fakt oder Fake? Das ist ja immer, also nicht immer, aber... Das ist ein Ratespiel. Ja, genau. Ich spiele jetzt mit dir. Scheiße, okay. Aber es wäre eigentlich mal lustig gewesen. Fakt oder Fake? Gut, machen wir nächstes Jahr. Aber für jetzt ist es zumindest kurz der Moment. Hast du für den Hausgebrauch, für jeden hier zu mitnehmen, für Menschen, die sich damit vielleicht nicht so intensiv beschäftigen, wie du das musst als Journalistin in deinem Berufsalltag, so ein, zwei Dinge, die man mit an die Hand gibt, abgesehen von zweite Quelle suchen, die man als Überprüfung zwischenschalten sollte, bevor man auf den Teilen-Knopf drückt. Was wir ganz Tolles haben, was ich anbieten kann, den Faktenchecker. Den gibt es jetzt, nämlich von der Tagesschau, einfach ins Internet gehen, Faktenchecker, mal gucken und eingeben. Das, finde ich, hilft auch Laien, die eben vielleicht nicht, wie wir Journalisten, irgendwie wissen, ich könnte das und das machen. Was mir natürlich immer wieder total hilft, ist, wenn es so Gerüchte gibt, wir haben ja gerade aus den USA mal gerne was, ne? Da kann ich die Korrespondenten anrufen und einfach mal fragen, sag mal, stimmt das, was habt ihr recherchiert? Also je mehr man kann, desto mehr Quellen anzapfen. Googeln hilft nicht, ne? Das ist mal vielleicht ganz kurz, aber ansonsten, wie gesagt, Faktenchecker kann ich nur empfehlen. Ich habe jetzt gut Werbung dafür gemacht, ne? Ja, ich glaube, ja. Oder? Ja, die Kollegen sind zufrieden. Jetzt hast du ja wahrscheinlich auch, dadurch, dass auch ihr euer Angebot, alle medialen Angebote im Netz verfügbar sind, Interaktionen mit Menschen, die auf das reagieren, was du, was ihr täglich macht, hast du... so eine Situation im Hinterkopf, die dich nochmal speziell darauf aufmerksam gemacht hat, dass man ganz dringend an der Sensibilität der Menschen im Netz arbeiten sollte? Also ich habe ja oft spät Feierabend und den kann man sich dann nochmal vermiesen, wenn man mal so auf Twitter oder Facebook manchmal geht. Ja? Mhm. Ich habe nicht so viele Follower wie andere, also Follow Me. Pina Atalay. Aber das ist auch Werbeveranstaltung jetzt. So, noch eine Werbung reingeschoben, weil dann kriege ich vielleicht auch mal mehr nette Sachen, weil es sind tatsächlich manchmal einfach nerdige Sachen dabei. Ich denke dann immer, haben die nichts anderes zu tun. Das ist dann mal die Türkenschlampe, das ist dann noch harmlos. Dann gibt es aber auch, ihr spinnt doch wieder, Propaganda, irgendwas. Also das kommt, das müssen wir aber auch abkönnen. Manchmal antworte ich, manchmal habe ich keine Lust mehr. Aber ich glaube, wir sind alle ganz gut dabei und hart im Nehmen und müssen das irgendwie abkönnen tatsächlich. Hast du das Gefühl, dass Auseinandersetzung hilft? Antworten nicht immer, hilft? Nicht immer. Also es gibt Leute, die hören nicht auf. Ja. Wir haben natürlich auch ein Social-Media-Team, was dann auch hilft. Weil wenn ich direkt antworte, wird es manchmal schlimmer. Aber es kommt auf den Ton an. Wenn jemand natürlich normal kritisch schreibt, antworte ich auch. Aber wenn da irgendwie nur so ein Schrott kommt, dann... Irgendwann, ja. Sobald die Interpunktion, die Grammatik und die Rechtschreibung weg ist, wird es halt dann auch... Fragezeichen, Ausrufezeichen, Punkt, 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 groß und so. So großes SZ geht. Kann man jetzt auch schreiben, super. Fantastisch. Der Beschimpfungsmöglichkeitenhorizont hat sich erweitert in diesem Moment. Es gibt Gott sei Dank Menschen, die sich genau dafür engagieren, dass solche Dinge eingedämmt werden, dass man sich mit denen vielleicht konstruktiver auseinandersetzt, als manchmal einfach nur weghören, weil man es nicht mehr hören kann. Unter anderem diese haben hier eine Chance auf einen Preis.